Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 99. Mal bei Huxer, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Und ihr merkt es, 99, also nur noch eine Woche trennen uns von der Jubiläumsfolge, für die ja schon sehr viele Leute uns Soundbits eingeschickt haben. Sehr, sehr lustiges Zeug dabei. Das ist immer so amüsant. Ich freue mich da echt total. Echt vielen, vielen Dank, Leute. Das genau. Ist total super. Man ist da so eine Mischung aus gerührt und ja. Amüsiert. Also ganz toll, wie viel Mühe sich die Leute geben. Also insofern nächste Woche die 100. Folge am 11. September, wer das jetzt relativ zeitnah hört, am Sonntag oder Montag, der kann auch hinkommen, sind wir bei Skeptics in the Pub und halten da einen Vortrag. Da sind wir auch zurzeit dran am Arbeiten hier in Hamburg. Da könnt ihr dann auf unserer Homepage gucken, das haben wir alles verlinkt, wo das stattfinden wird. Das wäre auch toll, wenn das da schön voll wird. Und haben wir sonst noch was anzukündigen? Ich glaube nicht. Wir haben heute eine sehr, sehr lange Folge vor uns. Vielleicht sollten wir gleich mehr so in medias res gehen. Ja. Ja, genau. Das ist nämlich eine sehr besondere Folge, die wir vor uns haben. Ja, dann lassen wir das erstmal mit der Einleitung an dieser Stelle und machen erstmal weiter in der Sendung. Die Story der Woche. In der Story der Woche begeben wir uns diesmal mitten in den Kalten Krieg hinein, und zwar nach Moskau, wo eine Delegation von amerikanischen Geschäftsleuten auftaucht, die wirtschaftliche Verhandlungen führen sollen dort. Wir werden in ein ganz tolles Hotel geführt, natürlich so mit dem entsprechenden Charme von Plüsch und Staub so ein bisschen. Finden zwar so auf den ersten Blick das Hotelzimmer ganz okay, wollen natürlich aber, weil eine Atmosphäre des Misstrauens herrscht, auf Nummer sicher gehen und fangen an, das ganze Hotelzimmer bzw. der Delegationsleiter und sein Assistent das ganze Hotelzimmer auseinanderzunehmen, weil sie doch den Verdacht haben, dass sie vielleicht abgehört werden oder ähnliches, finden aber nichts. Und zum Schluss kommen sie noch auf die Idee, den Teppich wegzurollen, und siehe da, unter dem Teppich finden sie dann eine Metallplatte mit einer Schraube, was irgendwie so ganz seltsam ausschaut. Und dann denken sie sich, aha, haben wir also doch noch irgendwie so eine Abhörvorrichtung ausfindig gemacht, und drehen die Schraube los. Und in dem Augenblick erschallt ein fürchterlicher Krach und ein Scheppern. Und dann ist direkt im Speisesaal darunter leider der Lüster von der Decke gefallen. Tja, dumm gelaufen. Da kann man es also auch mal übertreiben. Sehr schöne Geschichte. Klären wir dann natürlich am Ende der Sendung dann auf, was heute ein bisschen dauern wird. Thema der Woche. Wir haben heute ein ganz besonderes Thema und auch ein ganz besonders umfangreiches Thema. Und wie so oft hätte ich gar nicht gedacht, dass das so umfangreich wird, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Ich hatte vor längerer Zeit schon mal von ihm gehört, von einer historischen Figur, die wir heute näher beleuchten wollen, nämlich vom Grafen von Saint-Germain. Niemand weiß, woher er kam und wohin er ging. Und deswegen können wir jetzt auch nicht einfach so anfangen, er wurde dann und dann geboren und das war sein Leben und da ist er dann gestorben und gut ist. Denn schon da alleine stoßen wir auf ein Problem, nicht? Ja, also du hast das ja vorgeschlagen, das Thema in der Redaktionssitzung, lass uns die mal machen. Ich habe gesagt, was ist das denn? Wikipedia-Artikel aufgemacht, dann sieht man so einen historischen Stich und... Ja, tatsächlich steht dann da, geboren unbekannt, gestorben am 27. Februar 1784. Das ist jetzt alles noch nicht mal so sonderlich spektakulär. Der Wikipedia-Artikel ist so, wenn man den aber an die Seite legt und mal anfängt, so ein bisschen rumzurecherchieren und dann erstmal im Netz beginnt, dann findet man doch sehr viel Zeug über den Grafen von Saint-Germain. Man findet zahllose YouTube-Videos, man findet ganz viele Internetseiten, die sich mit ihm beschäftigen, und von der Literaturschau, wo er auftaucht, wollen wir mal ganz absehen. Die Faszination des Grafen von Saint-Germain, Alexa, was zeichnet diese historische Figur denn aus? Die ist sehr vielfältig, diese Faszination. Also das ist ein Mann, der aus dem Nichts auftaucht, aber sich quasi von Stund an, von seinem ersten Auftauchen in den geschichtlichen Aufzeichnungen, in Briefen an,
im Hochadel bewegt, also über ein entsprechendes Auskommen verfügt anscheinend. Er ist Alchemist. Die Zeitgenossen sagen über ihn, dass er Blei in Gold verwandeln kann, das ultimative Ziel eines jeden Alchemisten. Dann wird gesagt, er sei sehr, sehr alt gewesen irgendwann einmal, sei aber niemals älter als 40 oder 50 Jahre erschienen. Das heißt also, er hatte sehr schnell den Ruf, unsterblich zu sein. Er hatte angeblich auch Mittel, die jemanden jung erhalten oder sogar verjüngen konnten. Weiterhin war er ja jemand, der auch nach seinem Tode sozusagen nicht tot geblieben ist. Also es gab dann sehr schnell die Gerüchte von seinem Tod. Das Problem war nur, dass er direkt nach seinem Tod wieder gesehen worden ist. Also schon seine Zeitgenossen hielten ihn für sehr, ja, sagen wir, sehr mysteriös. Dann schien er so toll von aus der Geschichte berichten zu können, von geschichtlichen Ereignissen, dass viele schnell gesagt haben, ja, das kann gar nicht anders gewesen sein, er muss dabei gewesen sein, und haben dann darüber spekuliert, er sei ein Zeitreisender gewesen, also eine ganz mysteriöse Figur. Oder aber ein Unsterblicher. Oder ein Unsterblicher, genau. These führen würde, dass er eben nicht gealtert ist. Also selbst es gibt dann Szenen, die kolportiert werden in historischen Aufzeichnungen, wo dann jemand sagt, er hätte Jesus Christus Ratschläge gegeben. Und unsere wohlbekannte Madame Blavatsky, über die wir ja auch schon einmal berichtet haben, hat in ihm einen aufgestiegenen Meister gesehen. Also sie hat ihn sehr verehrt und hat ihn auch ja als Meister in ihre theosophische Lehre mit eingebunden. Und auch heute noch, wenn man sich die Theosophen so anschaut, verehren sie Saint-Germain als einen der ihren, als einen, der seiner Zeit im Wissen sehr weit voraus war. Und versuchen auch heute noch mit ihm in Kontakt zu treten und sozusagen ja die Orte, an denen er gewirkt hat und vor allen Dingen der Ort, den wir nachher nochmal besuchen werden, an dem er am Ende seines leiblichen Daseins gewirkt hat, ist zu einem Wallfahrtsort geworden, wo sich auch heute noch Esoteriker treffen, um mit dem Grafen in Kontakt zu treten. Ja, die Esoteriker, du hast die gerade schon genannt, da gibt es also wirklich ja, Strömungen, so möchte ich das mal nennen, die ihn als Wiedergeburt wahrnehmen. Er soll schon einmal als Merlin gelebt haben, soll König Artus geholfen haben. Er soll dann als Christoph Kolumbus wiedergeboren worden sein, Amerika entdeckt haben. Er soll dabei geholfen haben in einer seiner Reinkarnationen. Wobei ich einhaken muss und sagen muss, wenn man ihn schon als Helfer von König Artus und als Merlin annimmt, da bewegt man sich nicht im Bereich der durch Chronisten erfassten Geschichte. Doch, die hat es doch gegeben. Du willst mir doch erzählen, dass Merlin keine belegte historische Figur war. Nur mal so als Einwurf. Ja, ich rede ja auch von den Esoterikern, die da, die sich ihr eigenes Weltbild durchaus geschaffen haben. Na, also von Christoph Kolumbus soll er dann über zum Teil sagen einige tatsächlich, dass er einer der Gründungsväter der Vereinigten Staaten, da gibt es ja mehrere, die da geführt werden, George Washington zum Beispiel, wiedergeboren worden sein. Also er soll quasi ja, bei der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung dabei gewesen, maßgeblich beteiligt und dabei gewesen sein. Dann soll er, glaube ich, noch an der Französischen Revolution beteiligt gewesen aber sein. Aber er soll Marie-Antoinette gewarnt richtig, haben, nämlich. Also genau. Auf der Seite des Adels. Also und er wird als dann auch, es gibt so quasi Religionen, die einen als Heilsbringer sehen, der also immer wieder in neuen Reinkarnationen auf die Erde kommt. Es gibt so eine wunderschöne Doku-Serie mit Leonard Nimoy aus, ich glaube, 79 oder 81 oder so aus der Zeitschiene, ist die dem ehemaligen Mr. Spock, der das moderiert. Und da besuchen sie dann so eine Sekte in den Vereinigten Staaten, wo dann gerade eine Frau ihn, ja, heute würde man sagen, channelt. In der Dokumentation sprachen sie noch davon, dass der Graf von Saint-Germain durch sie spricht. Also es gibt da ganz, ganz viele Strömungen, die dieser Figur, weil sie eben unsterblich gewesen sein soll und dieses Verjüngungselixier gehabt haben soll, wundersame Dinge an sich. Was spannend beim Grafen von Saint-Germain ja ist, ist, dass er tatsächlich belegt auf Madame Pompadour getroffen ist, dass er Casanova tatsächlich getroffen hat. Das ist ja das Spannende dabei. Und diese Verjüngungselixier-Geschichte, die wir jetzt schon ein paar Mal genannt haben, kommt eben aus einer Beschreibung
Der Kammerzofe von Madame Pompadour, die ja darüber berichtet haben soll. Sagen wir mal so, man findet schon einige Quellen, die man sich angucken kann. Das große Problem ist, das wir auch in der Vorbereitung hatten, wie trennt man da die Spreu vom Weizen? Mhm. Und wie geht man so ein Thema an, wenn man nun so gar nicht weiß, wie man es anpacken soll und wie man zum Kern der ganzen Sache vorstößt? Man holt sich einen Experten heran und da muss man erstmal herausfinden, wer die Quellen, die verfügbar sind, kennt und wer sie zusammengestellt hat und wer vielleicht nicht unbedingt dieser mysteriösen oder mystischen Schiene anhängt, genau, sondern wer das Ganze nüchtern und historisch betrachtet. Ja, also wir können noch ganz kurz anführen, der Graf von Saint-Germain, um dann gleich auf die Fakten zu kommen, soll dann auch für den französischen König im Siebenjährigen Krieg als Geheimdiplomat in Holland beziehungsweise im heutigen Brüssel tätig, also Belgien tätig gewesen sein. Er soll dann aber, weil es da Querelen innerpolitische gab, dann von der französischen Kriegsminister inhaftiert sollte er werden. Er ist verwarnt worden, genau. Und musste sich dann aus dem Staub machen. Nicht weiter in die politischen Geschäfte einzumischen. Ist dann nach London geflüchtet, wo er dann, das ist auch nochmal eine ganz spannende Geschichte, als hervorragender Musiker und Komponist plötzlich aufgeschlagen ist, mehrere Arien und Violinsolos komponiert hat, da als Violinist, habe ich es jetzt richtig gesagt? Violinist, ne? Ich habe das auch im Interview nicht hingekriegt, aufgetreten ist. Und dann, und jetzt langsam kommen wir zu dem, was du auch gerade schon angedeutet hast, ist er nach Eckernförde gekommen. Genau, und du hast jetzt gerade in diesen wenigen Sätzen schon Dinge, die nicht wahr sind und Dinge, die wahr sind und Dinge, die zeitlich vielleicht ein bisschen anders gelagert sind oder anders in der Abfolge waren, verquickt. Und genau das ist nämlich das Problem, das man überall im Netz findet, wenn man sich das mal so anschaut. Ja, und wir sind dann schließlich drauf gekommen, erstmal, dass er in Eckernförde sein Leben ausgehaucht hat und dort begraben liegt, auch wenn natürlich seine oder die Anhänger der Mystik des Saint-Germain sagen, er ist gar nicht gestorben, sondern er wirkt noch weiter. Da liegt ein leerer Sarg. Da liegt ein leerer Sarg, genau. Also wir sind auf Eckernförde gestoßen zunächst mal und wir sind auf Herrn Dr. Hartmut Verfürden gestoßen. Und ich möchte behaupten, dass Herr Dr. Verfürden so der deutsche Saint-Germain-Experte ist, den man sich heranholen sollte und den man bitten sollte, einem Auskunft zu geben, wenn man das dann nun mal genauer verfolgen will, das ganze Thema. Denn er hat wirklich Forschung betrieben, die wirklich absolut lupenrein ist. Er sagt selber natürlich, er ist noch nicht am Ende mit seinen Forschungen. Ja. Es gibt also immer noch Fragen, die er hat und es gibt immer noch Dokumente, hinter denen man wirklich herspüren muss und die schwer auffindbar sind. Aber er betrachtet das wirklich durch die lupenreine wissenschaftliche Brille und wir haben das Glück gehabt, von ihm mehrere Stunden durch Eckernförde begleitet worden zu sein. Und er hat uns wirklich viel Zeit geopfert, um uns genau aufzuklären, was es mit dieser schillernden Figur auf sich hat. Genau, Alex hat das alles eingestielt. Das hat super geklappt. Der Dr. Verfürden war unfassbar freundlich. Ja. Er ist in seinem echten Leben Vorsitzender Richter am Landgericht Kiel. Und hat sich, glaube ich, in den letzten 30 Jahren schon mit dem Grafen von Saint-Germain beschäftigt. Und ist also wirklich jemand, der sich richtig gut auskennt. Und wie du schon sagst, wir sind dann nach Eckernförde gefahren, haben also mal unser Hoax-Mobil gepackt, Taschen gepackt, das Equipment eingepackt und sind nach Eckernförde gefahren, wo wir uns dann mit Herrn Dr. Verfürden getroffen haben. Und haben dann an verschiedenen Stellen in Eckernförde die Bewandtnis für den Grafen von Saint-Germain haben dann aufgehalten. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, für all diejenigen, die jetzt im Real Life zuhören, ich habe heute das Forum schon jetzt freigeschaltet während der Sendung, den Forumsbeitrag, und werde das jetzt auch gleich in den Chat reinschmeißen, denn wir haben auch ein paar Fotos gemacht, sodass man das dann, was wir erzählen, auch ein bisschen besser einordnen kann. Denn wir sprechen. In dem Fall ist es wirklich ganz gut, wenn man dazu auch mal ein paar Bilder sieht. Genau, weil wir nämlich auch vor Ort noch Bilder machen haben. Wir ja keinen Videopodcast. Genau. Dann muss man das halt so machen. Dann über das Forum, das würden wir auch allen empfehlen, die jetzt so zuhören, dann mal nachher ins Forum zu gucken. Und begonnen hat das dann, wir haben uns getroffen am kleinen Stadtmuseum in Eckernförde und haben dann uns zunächst mal in ein Café gesetzt. Und Herr Verfürden ist so voller Wissen, dass er dann direkt in Medias Res gegangen ist. Und wir hören mal rein, was so seine ersten Worte zum Grafen von Saint-Germain sind.
Ja, wir haben jetzt ja gerade im Buchhandel das Buch Spaziergang durch die Stadtgeschichte Gernförde gekauft und dort befindet sich auch ein Artikel über Saint-Germain. Bei Saint-Germain ist es ja so, dass ein Großteil seiner Faszination auch daher kommt, dass man gar nicht weiß, woher er kommt. Das war von Anfang an so, schon als er zum ersten Mal die Bühne der Geschichte betrat im Jahre 1743, fragte sich die Öffentlichkeit, wer ist das? Und er sagte dann, meine Identität gebe ich nur dem König preis. Es gibt so verschiedene Theorien. Eine ist besonders in Deutschland vertreten und danach weiß man ganz genau, wer er war und wie sich die Geschichte abgespielt hat. Und dazu finden wir hier sein Jugendbildnis des Grafen Saint-Germain. Aber nicht nur hier, ich habe Ihnen dann auch noch was anderes mitgebracht, nämlich ein Buch, das heißt Spaziergang durch Luisenlund. Es dauert einen Moment, bis ich das gefunden habe. Um das zu kommentieren, er wühlt jetzt in einer Tasche voll mit Material, die er extra für uns bereitgelegt hat. Ja. So, und das Buch ist geschrieben von einem Philologen und Historiker namens Alf Herrmann, der ist Lehrer in Luisenlund und der hat dieses Büchlein verfasst. Jetzt habe ich es auch gefunden. Ah, ja. Und dort, ein studierter, kluger Mann also, befindet sich auch genau dieses Bild wieder, von dem ich mich dann gefragt habe, woher das Bild eigentlich stammt. Mhm. Hier ist es nochmal zu sehen. Als Bambino soll der spätere San Germano im Hause der Medici aufgewachsen und erzogen sein. Woher stammt jetzt dieses Bild? Das stammt aus dem Buch der Frau, die hier in Eckernförde gewohnt hat, Frau Irene Tetzlaff. Die hat zwei Bücher über Saint-Germain geschrieben. Das ist eine lange Geschichte. Der Nachlass von ihr, der ist bei mir in meinem Arbeitszimmer vorhanden. Und auch hier befindet sich natürlich dieses Bild, von dem das, was wir gerade angeguckt haben. Und zum Glück haben wir hier hinten ein Verzeichnis, woher das Bild stammt. Zur Verfügung gestellt von Herrn und Frau Vermeulen Kohl, Bildhofen, Holland. Steht da. Da weiß ich aus Erzählungen von Frau Tetzlaff, dass das Ordensbrüder des Ordens von Memphis Misraim waren. Das ist ein, wie soll ich bezeichnen, eine Freimaurerabspaltung, die ihre Ahnen vor allen Dingen in Ägypten sieht. Dazu gehört eine ganze Geschichte, nämlich es soll so gewesen sein, dass Saint-Germain ursprünglich der erstgeborene Sohn des ungarischen Freiheitskämpfers Rákóczi gewesen sein. Und der sei zum Schein begraben worden, im Alter von 4 Jahren, in Wirklichkeit aber zu den Medici gebracht worden. Und dort sei er aufgewachsen und dort soll das Bild herstammen. Woher dieses Bild nun wirklich stammt, weiß kein Mensch. Ich habe auch versucht, irgendwie das rauszukriegen. Es gibt auch noch andere Bilder, auch hier von Frau Tetzlaff, da steht auch drauf, das war Saint-Germain, aber man weiß es nicht, zumal Saint-Germain mit einer Fülle von Personen gleichgesetzt und identifiziert wurde, bei dem man wahnsinnig wird, wenn man sich vorstellt, dass die sich alle mal begegnet haben. Es ist alles nur Unsinn. Und ich habe da auch was mitgebracht, um Ihnen gleich zu zeigen, woher das beruht. Nämlich, das ist die Biografie des Holländers Langefeld, der Graf von Saint-Germain aus dem Jahre, glaube ich, 1930. Steht hier drin. Ja. Herr Langefeld war Notar und Freimaurer und hat in der Anfangszeit auch ganz vernünftige Sachen geschrieben, ist aber wohl im hohen Alter irgendwo abgedreht und hat Saint-Germain mit einer Fülle von historischen Persönlichkeiten identifiziert, zum Beispiel mit dem Bailli de Solar, der war Gesandter der Malteserritter in Frankreich und hatte mit Saint-Germain nur wirklich gar nichts zu tun, aber hier steht plötzlich, er sei derselbe gewesen und so geht es anderen Personen auch und deshalb können Bilder von Leuten, die das nur für wahrnehmen,
möglicherweise Bilder sein, die diese Person darstellen. Ja. Es können aber auch ganz andere Sachen sein. Man hat ja auch mal andere Verbindungen zu Saint-Germain als über Quellen und Literatur. Man kann ja auch einfach spüren, dass es Saint-Germain ist. Ah, ja. Und von daher weiß man nicht, woher das stammt. Ja. Und als ich mal hier in Eckernförde erzählte einem Herrn, den ich kannte, dass ich jetzt mich ja mit der Vorbereitung einer Biografie befasse, da fragte er mich, ob ich denn Hilfe hätte. Mhm. Und ich sagte, Hilfe bräuchte ich eigentlich nicht, das könnte ich alleine. Und dann fragte er mich, ob ich dann persönlichen Zugang zu Saint-Germain hätte. Also er meinte mit Hilfe, dass ob ich jemanden kennen würde, der aus der geistigen Welt die Informationen channeln könnte. Ja. Ja. Man kann sich das Wissen auch anders verstehen. So, das soll erstmal die Geschichte zu diesem Bambino sein. Ja, ja. Okay. Also seine Herkunft liegt im Dunkeln und er hat... Mit Garantie. Und ich glaube nicht, dass er der erstgeborene Sohn war. Dafür gibt es eine Fülle von Argumenten. Das führt vielleicht etwas zu weit, das zu sagen, die... englische Biografin, die die letzte große Biografie geschrieben hat, habe ich auch dabei. Jean Overton Fuller, die eine tolle Biografie geschrieben hat, obwohl sie mal in ihrem Leben auch stellvertretende Vorsitzende der Theosophen in England gewesen ist. Aber ich habe sie zweimal besucht in ihrem Leben. Und wenn man das liest, das ist alles belegt mit Quellen. Mhm. Sie hat sich wirklich aus den Archiven die französischen Texte rüberschicken lassen und hat das dann ins Englische übersetzt. Das habe ich selber gesehen. Mhm. Anders als bei Frau Tetzlaff, die zwar hinten in ihrem Buch aufgelistet hat, was sie alles gemacht hat, aber es ist ersichtlich, dass das nicht geschehen ist. Und auch in ihrem Nachlass war keine Spur von Archivalien. Das heißt, Frau Tetzlaff steht dann wirklich eher in der Tradition der Blavatsky und der theosophischen Schule. Oder tendiert zumindest in die Richtung. Also, sie soll ja Rosenkreuzerin gewesen sein. Sie ist jedenfalls, man behauptet auch von ihr sozusagen, dass sie mit Saint-Germain persönlich kommuniziert hat. Als ich anfing, vor fast 30 Jahren mich mit Saint-Germain zu befassen, das war 1983, Ende 83, da wollte ich einen Zeitungsartikel zu seinem 200. Todestag schreiben und das stieß ich auf die Bücher von Frau Tetzlaff. Und es hat lange gedauert, bis ich merkte, dass das alles nicht stimmen kann, was da drin stand. Mhm. Und vielleicht erzähle ich gleich ein Erlebnis dazu mehr. Ja, okay. Ich habe vor einigen Jahren hier einen Beitrag über Saint-Germain gesprochen. Ich glaube, das war, als diese musikalischen Vorstellungen in der Kirche waren, Saint-Germain-Musik gespielt wurde und ich hatte Redebeiträge gehalten. Und da habe ich, da ich weiß, dass da viele aus der esoterischen Ecke kommen, wollte ich sie nicht so ganz vor den Kopf stoßen, habe ihnen aber doch relativ klar, wenn auch mit sanftmütigen Worten, zu erklären versucht, dass das alles Unsinn ist, was da drin steht. Und darauf tritt nach der Veranstaltung eine alte Dame auf mich zu und sagte, ich finde das ja so toll, dass Sie so reizend über Frau Tetzlaff gesprochen haben. Aber eins muss ich Ihnen noch mal verraten. Und dann sagt sie ganz leise, wussten Sie, dass Saint-Germain die Wiedergeburt von Kolumbus ist? So, da habe ich also gemerkt, dass Redner nicht inhaltlich wahrgenommen werden, sondern ich habe halt über Frau Tetzlaff als Person positiv gesprochen. Und ich habe eigentlich auch keine scharfen Worte benutzt. Und das ist irgendwie so angekommen, dass ich auf ihrer Wellenlänge liege. Das hat also doch einen deutlichen Eindruck auf mich gemacht, dass man so mit, sagen wir mal, mit einem aufklärerischen Impetus da eigentlich nur ins Leere läuft. Ja, nach diesen einleitenden Sätzen sind wir dann ins Stadtmuseum ja letztendlich gegangen, Alexa. Ja, was übrigens, also Eckernförde ist super schön und man sollte es sich sowieso mal angucken. Ja. Und auch das Museum an dieser Stelle, vielen Dank für das Entgegenkommen auch von der vom Museum, von den Mitarbeitern, von der Museumsleitung, dass wir dort hinein durften. Dort haben wir dann quasi die Ausstellungsstücke zum Grafen von Saint-Germain uns angeguckt und dabei von Herrn Dr. Verfürden gehört, was es denn dazu berichten gibt.
Wir stehen hier im Stadtmuseum von Eckernförde in einer kleinen Spezialausstellung zum Graf von Saint-Germain. Und Herr Verföhn, wir stehen hier vor einem Modell eines Turms, dem sogenannten Flüsterturm. Was können Sie dazu uns erzählen? Ja, der Flüsterturm steht, auch Alchemistenturm genannt, steht im Schlosspark Luisenlund. Luisenlund ist ein Gut an der Schlei, das von Karl von Hessen errichtet wurde, dem letzten Gönner von Saint-Germain. Das Gut hieß ursprünglich Tegelhof, also Ziegelhof, und wurde dann von Karl von Hessen zu Ehren seiner Frau Luisenlund genannt. Es errichtete dort eine der bekanntesten freimaurerischen Parks, deren Geschichte erst in den letzten Jahren langsam aufgearbeitet wird. Der heißt eigentlich Alchemistenturm, eher im Volksmund. Flüsterturm heißt er deshalb, weil er so beschaffen sein soll, dass man, wenn man ganz unten flüstert, man es ganz oben noch hören kann. Ja. Ah ja, okay. In diesem Keller zu dem Turm gehörig, sollen Saint-Germain und Karl von Hessen zusammengestanden haben und alchemistische Experimente durchgeführt haben. Mhm. Ob das so war, weiß man nicht so genau, aber es kann gut sein. Es würde passen. Man hat in der Nachkriegszeit mal die Reste des Turms, der nur noch in den Fundamenten sichtbar ist, versucht auszugraben. Mhm. Ich habe mit dem verstorbenen Freimaurer Otto Schwarz darüber gesprochen, der daran beteiligt war. Und der behauptet, dass es dort noch Metallreste gegeben hätte, die dann allerdings eher in den Taschen der Ausgräber verschwunden sind als im Museum. Ah, ja. Ob das so zutrifft, weiß ich natürlich nicht. Mhm. Die alchemistischen Fähigkeiten des Grafen von Saint-Germain, die werden ja auch immer durch verschiedene Literatur ja gepriesen. Er soll nach eigenen Behauptungen, so wird ja gesagt, Kristalle gereinigt haben können, Diamanten, mehrere kleine Diamanten zu einem großen zusammengefasst haben. Ja. Sind das tatsächlich Aussagen, die vielleicht auf seine Person zurückführen, oder ist ihm das auch nur angedichtet worden? Wie würden Sie sich dazu positionieren? Ich glaube, dass es überraschenderweise teilweise stimmt. Mhm. Vor vielen Jahren fand ich mal einen Artikel in der Zeitung über Untersuchungen, wie man durch bestimmtes Auskochen, vielleicht auch mit bestimmten Mineralien, die in diesem Kochwasser vorhanden waren, Halbedelsteine von Flecken reinigen konnten. Das war also, hatte mit Saint-Germain gar nichts zu tun, sondern war ein Aufsatz eines Professors für Mineralogie, der auch festgestellt hat, dass diese Kenntnis in Indien vorhanden war. Und es wird ja gesagt, dass Saint-Germain auch mal in Indien gewesen ist. Wahrheitsgehalt weiß ich nicht so genau. Mhm. Aber ich halte schon für denkbar, dass er in Bezug auf Edelsteine gewisse Fähigkeiten hatte. Da gibt es doch eine ganze Reihe von Quellen, die darauf hinweisen, dass da etwas dran ist. Mhm. Wie weit das geht, ist eine andere Frage. Dann gibt es da noch die Frage, konnte er mehrere Diamanten kleinen zu einem großen verschmelzen? Das beruht im Wesentlichen auf der Biografie der Kammerfrau der Madame de Pompadour, Madame de Ussé. Die hat in ihrer Biografie über die Diamantenerfahrungen, sag ich mal, von Ludwig XV. Berichtet. Das Problem ist nur, dass diese Biografie nach meiner Auffassung gefälscht ist. Mhm. Es gibt eine ganze Reihe von Indizien. Es gab vor einigen Jahren eine neue Biografie von der Pompadour. Dort wurde erstmalig meines Wissens nach die Vermutung geäußert, dass das nicht sein könne, weil die Sprache von Menschen, die am Hof waren, eine andere war als die Sprache von Bürgerlichen. Mhm. Das ist so in etwa der Ansatz gewesen. Und jetzt gibt es einen Amerikaner, der diese Forschung weiterführt in Bezug auf Madame de Ussé und hat einen Aufsatz veröffentlicht, in dem ihre Website im Titel sich wiederfindet, nämlich der Begriff Hoax ist im Titel seines Aufsatzes. Okay.
vorhanden und er bringt weitere Argumente dafür, dass das eine Fälschung ist. Und wenn Fälschung, von wann ist dann diese Fälschung? Dazu muss ich vielleicht ein bisschen was ausholen. Es scheint so gewesen zu sein, dass nach der Französischen Revolution die bürgerliche Szene das Bedürfnis hatte, sich neu zu definieren und die alte Zeit schlecht zu reden. Damit will ich nicht sagen, dass sie gut war, aber sie hat dann eine ganze Menge fiktive Memoiren auf den Markt gebracht. Dazu gehört auch noch eine, die Saint-Germain im Wesentlichen betrifft. Und vor diesem Hintergrund sind in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts biografische Arbeiten entstanden, die dann als Biografie konzipiert waren, aber gar keine waren, also als Autobiografie konzipiert waren, aber gar keine waren, oder Briefsendungen, die herausgegebene wurden, die aber tatsächlich nur der Fantasie des Autors entsprungen sind. Okay. Und dazu gehört auch diese Biografie, die Autobiografie der Madame d'Ossé. Mhm. Das heißt, wir halten fest, der Graf von Saint-Germain ist wahrscheinlich ein guter Alchemist gewesen, das, also auch seine Farben- oder Färbertätigkeiten sprechen dafür. Und dann würde dieser Alchemistenturm gar nicht so ungewöhnlich als Hexenküche, sondern tatsächlich als vielleicht als Arbeitsraum gegolten haben. Ich schätze das so ein, dass er sich selbst als Chemiker angesehen hat. Ich glaube auch, dass Casanova in seinem Bericht über Saint-Germain ihn als berühmten Chemiker bezeichnet hat, dass er sicherlich auch war. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, dass er seine eigenen Fähigkeiten entweder überschätzt hat oder seine Werbemaßnahmen für sich selbst etwas zu weit gingen. Okay. Ja, hier in der Ausstellung gibt es auch einen Stich, ich glaube, das ist aber ein Druck von einem Stich, also nicht der echte. Das ist eine Kopie des Kupferstiches. Das ist eigentlich das Logo, also dieses Gesicht taucht überall auf, wenn man irgendwas zu Saint-Germain publiziert, und findet sich in jedem Buch, in jeder Biografie und vielleicht auch in kleineren Aufsätzen. Wie der entstanden ist, damit habe ich mich gerade befasst, weil ich einen Aufsatz für die Eckernförder Heimatgemeinschaft, der in Kürze erscheint, geschrieben habe mit dem Titel Er tadelte auch Leibnizen. Und um diese Herkunft zu benennen, muss ich nochmal auf Casanova zurückkommen. Mhm. Casanova schildert sein erstes Zusammentreffen mit Saint-Germain am Tisch der Madame d'Orphée. Die Madame d'Orphée war nach heutigen Ermessen Milliardärin. Sie war die reichste Frau Frankreichs. Und Casanova hat ihr irre Beträge mit angeblichen esoterischen Experimenten, Wiedergeburt und Ähnlichem, was er dort mit ihr anstellen wollte, aus der Nase gezogen. Und in dem Zusammenhang schildert er, dass dort am Tisch jemand saß, nämlich der Graf von Saint-Germain, und die das große Wort führte. Dass Casanova, der selber ja auch ein Selbstbewusstsein hatte, das so schildert, das ist schon erstaunlich. Er hat sonst über andere Männer nicht unbedingt so positiv gesprochen. Die Madame d'Orphée hat dann ein Gemälde von Saint-Germain anfertigen lassen. Und nach diesem Gemälde ist im Todesjahr von Saint-Germain 1784 ein Kupferstich erschienen, der dann auch in mehreren französischen Zeitungen angepriesen wurde. Dieses Ursprungsgemälde ist verschollen. Es hat davon noch eine Kopie gegeben, die ist angefertigt worden für den Markgrafen Karl Alexander und hat in seinem Schloss in Triesdorf in Franken gehangen. Das ist aber auch weg, sodass das eigentlich das Einzige ist, was Saint-Germain dann darstellt, sicherlich um die Zeit von ungefähr 1760. Sodass man jetzt vielleicht auch mal einen Eindruck bekommen könnte, wie alt könnte der sein? Ist er jetzt 1890 geboren und war 70, oder ist er 1690 geboren und ist hier 70, oder sieht er doch so eher aus wie 50 und wäre dann 1710 geboren? Über den Daumen. Das müssen Sie für sich selber entscheiden. Ja, ja. Ich würde eher der jüngeren Alternative zuneigen. Es sieht so aus. Genau. Wenn man nicht gerade annimmt, dass er irgendwelche Mittel zur Verfügung hatte, die ihn ewig jung hielten, dann sollte man eher annehmen, dass er später geboren ist. Da gibt es ja auch eine tolle Geschichte dazu. Die ist erschienen auch im Jahre 1760. Da musste er ja aus
Holland fliehen nach England, weil er sich da in die hohe Politik eingemischt hatte und der französische Außenminister drohte, ihn in den Kerker zu werfen. Er floh nach England und da gibt es ein paar Zeitungsberichte darüber, unter anderem von einer Kammerjungfer und einer Gräfin. Die Gräfin ging nämlich zu einem Mann, der dort nicht bezeichnet wird, aber bei dem es sich nach allgemeiner Meinung um Saint-Germain handeln sollte und sagte, Herr Graf, ich weiß, das Alter wird mein Gesicht zeichnen. Ich bin noch nicht so weit, ich bin noch jung und schön, aber ich habe gehört, Sie haben ein Wundermittel, das verhindern sollte, dass das Alter eintritt. Der Graf sagte dann, ja, so ein Mittel gibt es. Ich kann natürlich nicht die Zeit zurückdrehen und Sie jünger machen, aber ich kann Sie so konservieren, wie Sie gerade sind. Er wollte es nicht rausrücken, aber letztlich hat er sich überreden lassen und hat der Gräfin dann eine Fiole mit Flüssigkeit gegeben und da sollte sie zu jedem Vollmond ein paar Tropfen von nehmen. Die Gräfin geht nun zu einer Veranstaltung. Ihre Kammerjungfer älteren Datums, Ende 40, kommt, kriegt Magenschmerzen, guckt da überall durch die Schränke durch und findet etwas, schnuppert dran, denkt, das riecht nach Medizin, das trinke ich jetzt mal aus. Dann kommt die Gräfin nachts nach Hause, ruft nach ihrer Kammerjungfer, findet aber nur ein 15-jähriges Mädchen vor. Und als die sich dann als ihre Kammerjungfer vorstellt, gute Weiche. Das ist zum Thema Selbstmedikation. So, diese Geschichte gibt es. Und die ist natürlich eine der Geschichten, die dann dazu führte, die vielleicht auch übertrieben sein sollte, vielleicht auch ironisch gemeint sein sollte, aber sicherlich hat die dazu beigetragen, den Ruf Saint-Germains in dieser Richtung zu festigen oder erstmal hinzubekommen. Er wird sicherlich nichts unternommen haben, um dem irgendwie das auszuräumen. Ja, super Marketing natürlich. Ja. Hier neben dem Druck ist ein Notenblatt, hängt hier an der Wand und da kommen wir zu einem weiteren, zu einer weiteren Fähigkeit des Grafen von Saint-Germain, denn er war nicht nur fähiger Chemiker, sondern er soll auch Komponist und ausgezeichneter Violinist. Ja, da verrenne ich mich wieder gewesen sein. Zu. Obwohl man sagen muss, dass da sind zwei Phasen seines Lebens zu trennen. Er ist ja 1743 geschichtlich verbürgt in das Licht der Öffentlichkeit getreten in London und hat zu der Zeit Musik gemacht. Er war Musiker. Auf der anderen Seite hat er sich aber bereits in hohen Kreisen bewegt. Man rätselte darüber, woher er denn das viele Geld hat und er hat darüber geschwiegen. Also er war nicht ein einfacher kleiner Musiker, sondern er war ein Violinist, der sich in der höheren Gesellschaft schon bewegte. Mhm. Wir wissen, dass zum Beispiel der Prinz von Lobkowitz unendlich neugierig auf ihn war und jede Veranstaltung seiner Musik, solange Prinz Lobkowitz in England weilte, besucht hat. Er hat auch komponiert. Das Jahr 1745 ist dann das, in dem die erste Komposition veröffentlicht wird. Und zwar sind es drei Arien einer Hirtenoper namens L'Inconstanza de Lusa, die eigentlich von einem anderen Komponisten stammt, für die er aber neue Arien geschrieben hat, von denen eine Arie auch so gut ankam beim Publikum, dass sie dann auch bei Konzerten wieder auftaucht, was man dann aus Zeitungsanzeigen aus der damaligen Zeit weiß. Ich habe mich mal in London hingesetzt in die musikalische Abteilung des British Museum und habe diese alten Zeitungen durchgeforstet. Inzwischen gibt es sie alle als Mikrofilm, ist alles viel einfacher geworden. Ja. Da sieht man diese alten Anzeigen. Das ist eine Phase gewesen, die gedauert hat von 1743 dann bis in die 50er Jahre. Die letzte Veröffentlichung von Violinsolos, das ist, glaube ich, das, was wir hier auch an der Wand sehen, das ist veröffentlicht worden 1758, wenn ich das recht erinnere. Ja. Mhm. Und danach beginnt eigentlich die Zeit, in der er zwar noch als Musiker gelobt wird, aber wir wissen dann nichts mehr davon, dass er noch selbst eine Violine in die Hand nahm oder auch nur Konzerte organisiert hat. Da kommt also im Wesentlichen der Chemiker zum Vorschein. Mhm. Interessant, er hat quasi mehrere Leben gelebt, wenn man so will. Ja, das kann man so sagen. Spannend. Ja. Und es war ja wahrscheinlich deswegen auch so schwer festzustellen, woher er kommt und was für eine Vergangenheit er hat, weil er so viele Sprachen gesprochen hat. Ne? Also ich habe immer wieder darüber gelesen, dass man gar nicht feststellen konnte, was für ein Landsmann er wirklich ist. Ist da was dran oder ist das auch ein bisschen übertrieben?
Ich weiß nicht, ob er viele Sprachen gesprochen hat. Es wird in der ersten Nachricht über Saint-Germain, die hat der französische Gesandte Chiquet, hieß der, in London an Ludwig XIV. Geschickt. Hier ist ein Mensch, der heißt Saint-Germain und der spricht ganz viele Sprachen. Das ist auch mehrfach veröffentlicht worden. Erstaunlicherweise findet sich in diesen Veröffentlichungen eine Fähigkeit an Sprachen nicht, die im Originaldokument, das ich mir besorgt habe, drinsteht, nämlich dass er auch Polnisch spricht. Das heißt, zu der Zeit seines ersten Auftretens sprach er nicht nur Deutsch, Französisch und was man so vielleicht als gebildeter Mensch damals sprach, sondern auch Polnisch. Italienisch auch. Ja, natürlich. Ja. Aber das Polnische fand ich doch sehr erstaunlich. Erstens, dass es überhaupt unter diesen Sprachen war und zweitens, dass es in keiner Veröffentlichung drin war. Das haben wohl die Leute, die das Dokument zur Kenntnis genommen haben, dann aus irgendwelchen Gründen überlesen, weil es nicht passte oder warum auch immer. Oder aus bloßer Unaufmerksamkeit, ja, das weiß ich nicht. Ja, das zu den Sprachen. Ja, auf jeden Fall eine schillernde Persönlichkeit. Ja, also es könnte gut sein, dass wenn wir jetzt mal zurückgehen vor der Zeit von London, dass wir dort suchen müssen im Raum Polen oder Sachsen. Das hatte ja der sächsische König war, wenn ich die Geschichte richtig erinnere, oder auch König von Polen. In die Richtung muss man mal gucken, wenn man sagt, wo kommt er eigentlich her. Was natürlich schwierig ist, wenn er auch teilweise unter anderen Namen firmiert hat. Ja, das hat er wohl getan. Das ist nicht die einzige Schwierigkeit. Die Schwierigkeit ist auch noch, dass es andere Leute gab, die Saint-Germain hießen. Zum Beispiel ein berühmter Kriegsminister in der gleichen Zeit, der in der Zeitung auftaucht. Der heißt auch Saint-Germain und das war nicht der einzige, sondern es gibt zu der Zeit, wo er ein alter Mann war, auch jemanden in Frankreich, der auch Saint-Germain hieß und der an Freimaurerkongressen teilgenommen hat. Und dort kommt dann die Frage, wie kann es sein, dass Saint-Germain 1784 gestorben ist und 1785 an Kongressen teilnimmt? Ja. Das ist eben jemand anders, der so heißt. Ja. Woher kann man die Gewissheit nehmen, dass der Saint-Germain, der in Frankreich war, dann nach Holland ja gegangen ist, dann nach England fliehen musste, dass wir da von einer Person sprechen? Was spricht dafür, dass das tatsächlich dann eine Person gewesen ist? Ja, also da hieß er ja die ganze Zeit und hat sich auch so Saint-Germain genannt. Die Verbindung ist auch deutlich, denn er war ja zunächst in Frankreich, ist dann zu einem bestimmten Zweck nach Holland gegangen. Der ist noch streitig. Eigentlich ist die Meinung, der französische König hat ihn hinter dem Rücken seines Außenministers nach Holland geschickt, um dort Friedensbemühungen zur Beendigung des Siebenjährigen Krieges in die Wege zu leiten. Es kann aber auch sein, dass der Auftraggeber jemand anders war, nämlich der Belle-Ile, der damals Kriegsminister war. Es kann auch sein, dass der Auftrag anders lautet, nämlich einfach Kredite zu beschaffen. Casanova zum Beispiel hat sich da auch mit befasst, mit der Frage, Kredit für Frankreich zu bekommen, die eigentlich in diesem Krieg finanziell am Ende waren und dringend Geld brauchte. Jedenfalls steht fest, er ist dort aufgetaucht beim französischen Botschafter, hat sich in die Politik eingemischt. Der französische Botschafter hat es nach Paris geschickt und dort kam ja die Reaktion des Außenministers, mahn ihn ab, wenn er sich noch einmal reinmischt in die Politik, dann kommt er bei mir in den Kerker. Allein dieser Zusammenhang zeigt, dass das nicht zwei verschiedene Persönlichkeiten sind. Und danach war er irgendwann auch so bekannt, dass er sich zwei andere Namen zugelegt hat. Es gab eine spätere Phase der Geschichte, als er sich Zarogi nannte. Da ist er zunächst mal nicht erkannt worden. Aber er ist dann ja auch kurz darauf verschwunden, hat sich Saint-Germain genannt, noch in den österreichischen Niederlanden, dem heutigen Belgien, wo er ja eine Farbenfabrik betrieben hat. Danach verschwindet er eigentlich, wie er sich dann genannt hat, wo er, denke ich, in Italien gewesen ist. Das ist eben noch ein unaufgeklärter Zug. Und am Ende seines Lebens hat er sich dann ja Welt angenannt. Aber da wusste jeder, dass es Saint-Germain war. Das steht ja auch hier in der Titelaufgabe, der Graf von Saint-Germain und Weldona steht hier. Wir sehen hier gerade nämlich den Eintrag über sein Sterbedatum. Ja. Genau. Ja. Ja. Aber das ist mal ganz wichtig, dass Sie das nochmal deutlich gemacht haben, warum man da von einer Person spricht. Gerade weil es so viele Personen auch gab, die Saint-Germain denn hießen. Ja, nachdem wir dann also in dem Museum die Ausstellung abgearbeitet haben,
sind wir dann einmal so quer durch die Eckernförder Innenstadt nochmal gelaufen, die ganz schnuckelig ist, eine wunderbare kleine Stadt, und haben dann das Haus gefunden, in dem, oder nicht gefunden, sondern Herr Dr. Verführten hat uns dahin geführt, in dem die Farbenfabrik gegründet werden sollte. Wir haben ja gerade schon gehört, dass er als Alchemist und Chemiker tätig war. Und da wird uns dann Herr Dr. Verführten nochmal ausführen, wie es denn den Grafen von Saint-Germain nach Eckernförde verschlagen hat und was es dann mit der Farbenfabrik und mit seinem Tod dann letztendlich auf sich hat. Wir stehen hier an der Kieler Straße 98 bis 100. Das Foto ist dann im Forum verlinkt. Und was wir hier haben, ist eine Tafel, auf der steht 1780. Erwarb Landgraf Karl von Hessen die Gebäude, die bis 1784 der Graf von Saint-Germain nutzte. Herr Verführten, was können Sie uns über dieses Gebäude sagen? Vielleicht fangen wir ein bisschen vorher an und fragen uns, wie kam der Graf von Saint-Germain überhaupt hier nach Eckernförde? Er hielt sich, bevor er hier nach Schleswig-Holstein kam, in Hamburg aus. Das ist ein bisschen falsch, weil genau genommen hielt er sich damals schon in Schleswig-Holstein aus, weil er wohl in Hamburg-Altona war. Und Hamburg-Altona gehörte hier nicht zur Freistadt Hamburg. Aber jedenfalls im Bereich Hamburg hielt er sich auf eine Zeit lang. Da gibt es auch einige Informationen darüber. Und dort traf er bei einer Gelegenheit, die wir nicht genau kennen, die Karl von Hessen in seinen Memoiren schildert, auf den Landgrafen Karl von Hessen. Landgraf hieß er später eigentlich, sagte man damals, Prinz Karl von Hessen. Und so wie er das beschreibt, hat Saint-Germain sich erboten, zu ihm zu kommen und mit ihm wundersame Dinge zu machen. Und Karl von Hessen hat erstmal abgewehrt, aber hat keine Chance gesehen. Und letztlich kam dann Saint-Germain nach Schleswig. Wo er da gewohnt hat, weiß man nicht. Über die ersten 2 Jahre weiß man auch nicht so viel und ist dann in etwa 2 Jahre später hier hergezogen, weil halt der Karl von Hessen dieses Gebäude, was einem Kaufmann namens Otte gehörte, eine leerstehende Fabrik war, kaufte und setzte ihn hier rein, damit hier eine Farbenfabrik entstehen sollte mit den besonderen Farben, die Saint-Germain halt entwickelt hatte. Diese Farbenfabrik hat wohl letztlich nicht besonders floriert. Aus welchen Gründen, weiß ich nicht. Saint-Germain ist hier ja auch gestorben, war sicherlich dann auch nicht mehr so leistungsfähig. Wir hören ja auch von Krankheiten zum Schluss. Interessant ist vielleicht etwas über die Qualität der Farben zu hören. Da gibt es im Kopenhagener Freimaurermuseum noch Korrespondenz zwischen Karl von Hessen und einem Seidenhändler in Lyon, der auch Freimaurer war. Und zudem hat Karl von Hessen Proben der Farben geschickt. Und der sollte nun untersuchen, ob sie gut sind. Wir haben natürlich nicht die Chemie gehabt, die wir heute haben. Das heißt, man hat geguckt, man hat es in die Sonne gelegt, bleicht es aus. Man hat es in den Regen gesetzt, wäscht das aus. Man hat ein bisschen Zitronensaft drüber geträufelt und die Antwort war dann so von diesem Herrn, der hieß Willermoos, dass er sagte, das, was Saint-Germain versprochen hat, halten diese Farben nicht. Sie sind nicht so haltbar, wie er gesagt hat. Allerdings gibt es 2 Sorten von Farben, die ganz, ganz teuren, die sich nur der hohe Adel leisten kann, und die gewöhnlichen Farben. Und gegenüber den gewöhnlichen Farben sind diese Farben schon etwas besser. Sodass, wenn man sie zum gleichen Preis wie die gewöhnlichen Farben produzieren kann und damit färben kann, das durchaus Sinn macht, sich ihrer zu bedienen. Was dann aber weiter damit geschehen ist, weiß man nicht. Wie gesagt, Saint-Germain ist dann kurz darauf gestorben. Und man kann eigentlich sagen, wie ich eben schon ausgeführt habe, er hat vielleicht ein bisschen zu viel für sich Werbung gemacht, war vielleicht ein bisschen zu viel von seinen Fähigkeiten überzeugt, hat aber durchaus Kenntnisse gehabt, die, wenn ich das als wahrnehme, was der Willermoos schreibt, die schon beachtlich waren und die schon Farben hervorgebracht haben, die eine gute Qualität erreichten. Und wenn wir mal auf seinen Tod zu sprechen kommen, es wird auch immer wieder gesagt, der Tod sei so überraschend eingetreten. Es hätte keine Hinweise darauf gegeben, dass er irgendwie krank war, weil er ja immer gesund und jung erschien. Was ist davon zu halten? Ja, darüber hinaus heißt es ja auch noch, das Grab sei leer vorgefunden worden. Das erinnert ja fast an die Bibel.
Es gibt aber auch noch andere Berichte, also Frau Tetzlaff selber, die Eckernförder Schriftstellerin, die viel über Sajama geschrieben hat, die hat mir erzählt, er läge in einem Metallsarg, sein Leib sei immer noch unverwest und in der Hand hätte er das Buch Pastor Fide, Pastor Fido heißt das. Das ist ein Buch, was es wirklich gab, was auch mal irgendwo erwähnt wird im Zusammenhang mit Sajama, so soll es sein. So, zu der Frage überraschender Tod, das soll natürlich sagen, eigentlich ist er gar nicht gestorben. Eigentlich lebt er noch weiter, weil wir ja Quellen haben, dass er noch ein Jahr später, 1785, beim Freimaurerkongress gewesen ist, dass er dann da und da und bei der Französischen Revolution aufgetaucht ist. Und dazu sage ich jetzt erstmal, und dann komme ich auf die Frage des Plötzlichen. Die Teilnahme 1785 an dem Freimaurerkongress in Wilhelmsbad, glaube ich, das war nicht unser Saint-Germain. Es gab halt mehrere, die so hießen. Und es gab einen Franzosen, der zu der neuen Generation gehörte, von dem wir auch den genauen Namen, Vornamen wissen, der dort in der Szene war und von dem anzunehmen ist, dass der an diesem Kongress teilgenommen hat. Die Teilnahme an der Französischen Revolution oder sein Auftreten, er soll ja auch noch Marie Antoinette gewarnt haben am Vorabend der Revolution, geht zurück auf ein Werk eines französischen Autors, der heißt Lamotte Langan. Und das sind fiktive Memoiren mit dem Titel Madame de Pompadour und der Graf von Saint-Germain heißt es, glaube ich. Das sind also, sagen wir mal, romanhafte Ausführungen, von denen einige Autoren, insbesondere damals aus der theosophischen Ecke, gemeint haben, dass diesem Roman wirkliche Informationen zugrunde lägen. Aber wir wissen genau, dass er hier 1784 gestorben ist. Wir haben die Eintragung im Todesbuch. Es ist ja gefunden worden, die Rechnung sogar fürs Glockengeläut. Wir wissen auch, an welchem Grab in der Kirche er beerdigt worden ist, sodass die Dokumente für seinen Tod hier eigentlich feststehen. Wir wissen auch, dass Karl von Hessen, der damals in Hessen und hier oben war, im Winter, als er zurückkam, den Nachlass von Saint-Germain hinterlassen hat. Es gibt Listen darüber, was damals für Karl von Hessen aufbewahrt worden ist, die einzelnen, bis hin zu den Kleidungsstücken. Also es steht einfach fest, er ist hier gestorben. Es war auch nicht plötzlich. Wir wissen auch aus dem Schriftverkehr, gerade von Karl von Hessen, dass er geschildert hat, dass Saint-Germain immer schlechter geht. Und bevor er dort nach Hessen gefahren ist, zu seiner Familie im Winter, hat er auch eine Äußerung sinngemäß gemacht, dass er befürchtet, dass Saint-Germain diesen Winter nicht überstehen werde. Und so ist es dann auch gekommen. Also von plötzlich kann nicht die Rede sein. Und als reicher Mann ist er auch nicht gestorben, nicht? Das sieht so aus, dass er nicht als reicher Mann gestorben ist. Er hat wohl lange Zeit über Einkünfte verfügt. Das sagen ja auch die ersten Berichte aus England, von denen man nicht weiß, wo sie herkommen. Und die ihm wohl ein Leben ermöglichten, das ihn in die Gesellschaft des höheren Adels führte. Meine persönliche Vermutung ist, dass er doch ein nicht eheliches Kind irgendeines reichen Mannes gewesen sein, der ihm gesagt hat, so, ich zahle dir deinen Lebensunterhalt, auch deinen standesgemäßen Lebensunterhalt, aber du darfst nicht sagen, wer dein Vater ist. Das macht dann erklären, dass er bis zu einem Zeitpunkt X, wo wahrscheinlich dieser Vater gestorben ist, über etliches Geld verfügte, aber immer gesagt hat, ich sage keinem, wer ich bin. Ah, ja. Aber ich bin aber nicht der, dessen Namen ich angenommen habe. Also ich heiße nur Saint-Germain, weil ich mich so nenne, aber eigentlich bin ich ein anderer. Und dann hat er Andeutungen gemacht, die wechselten. Er hat sich teilweise als Abkömmling nach Spanien hin positioniert und hat ganz am Schluss dann diese Rakozi-Geschichte gesagt, die, wenn man ganz genau hinguckt, so wie sie Karl von Hessen in seinen Memoiren
schildert, nicht stimmen kann. Er hat das ja, also Karl von Hessen, er sagte, sehr genau aus dem Gedächtnis aufgezeichnet, was der Graf von Saint-Germain ihm gesagt hat. Aber das hält so der Überprüfung nicht stand. Er sagt ja, dass Karl von Hessen, dass Saint-Germain hier 88 war, als er hier angekommen wäre. Wenn er dann wirklich ein Sohn des Herrn, des Fürsten Rakuzzi gewesen sein müsste, dann müsste er dieses Kind im Alter von 15 Jahren gezeugt haben. Und das ist zwar nicht ausgeschlossen, aber eher unwahrscheinlich. Gerade auch, wir wissen ja auch über den weiteren Werdegang nichts von ihm. Ist auch erstaunlich, dass er halt in den ersten Lebensjahren etwas anderes gesagt hat. Also er hat es immer nur angedeutet. Er hat in Holland mit Prinz von Spanien, D'Es d'Espagne, unterschrieben, wobei es den Titel gar nicht gab. Die hießen ja nicht diesen Infanten. Aber er hat sich halt nach einer Äußerung so unterschrieben. Also er hat sich irgendwo in der Frühzeit suggeriert, als wenn er irgendwo spanischen Ursprung hätte. Und dieses mit dem Rakuzzi kommt doch erst gegen Ende seines Lebens auf. Diese Rakuzzi-Geschichte, die würde ihn dann so in 1691, 96 herum positionieren von der Geburt her. Was spricht jetzt dafür, dass er so um 1712 geboren ist? Es gibt einen Bericht in der Gazette de Bruxelles in der Zeit, wo er in der Presse wirklich am meisten präsent war. Das war seine Einmischung in die Politik 1760, wo viele Zeitungen über ihn berichteten. Und da hat der Chefredakteur dieser Zeitung gesagt, er ist ein Italiener, der 1712 geboren ist. Das ist mal so eine Aussage. Und dann habe ich mir einfach die Schilderung der Leute angeguckt, die ihm begegnet sind. Da heißt es zum Beispiel, Saint-Germain war 80 Jahre alt, sieht aber aus wie ein 60-Jähriger. Oder er ist 70 Jahre alt, sieht aber aus wie ein 50-Jähriger. Dann habe ich einfach geguckt, wie haben sie ihn denn eingeschätzt? Ja. Wenn er sagt, sieht aus wie ein 50-Jähriger, sieht aus wie ein 60-Jähriger, und man verschiedene Äußerungen zu verschiedenen Zeiten zusammennimmt, dann komme ich irgendwo bei 1710 hin und nicht bei 1690. Ja. Und das passt dann wieder zu dieser Äußerung, von dem man nicht weiß, wo sie herkommt, dass er 1712 gestorben ist. Ja, nachdem wir uns dann von der Kieler Straße wieder in die Innenstadt begeben haben, sind wir dann in der Kirche gelandet, wo der Graf von Saint-Germain immer gesessen haben soll und begraben sein soll, und hören da mal weiter, was es mit diesen Geschichten auf sich hat. Genau, da hat unser Experte nämlich so einige Überraschungen, die er uns bereithält. Und hat uns so ein bisschen aufs Glatteis geführt. Auch. Mhm. Ja, jetzt befinden wir uns in der Stadtkirche, ist das richtig von Eckernförde? Nikolaikirche heißt Nikolaikirche. Okay. Wir sitzen hier ein bisschen hinten. Rechts neben mir ist die, wenn man von hinten schaut, die eine der vier Säulen aus großen Ziegelsteinen gemauert. Wie gesagt, direkt neben der Säule links hinten. Und hier hat sich bei seinen regelmäßigen Gottesdiensten der Saint-Germain hingesetzt. Und wenn hier Leute kommen, teilweise kommen hier Personen von Kalifornien und aus der ganzen Welt, die die Aura von Saint-Germain noch spüren möchten. Und da führt sie der Stadtführer dann auf diesen Platz, auf den ich jetzt gerade mich befinde. Er ist aber nicht hier beerdigt. Beerdigt ist an der Säule dort vorne, also die erste, die rechte Säule von den beiden vorderen Säulen. Dort befindet sich das Grab Nummer 1. Und woher wir das alles wissen, das erzähle ich Ihnen gleich draußen vor der Tür, weil hier jetzt eine Taufe stattfinden wird. So, jetzt sind wir draußen vor der Kirche, sitzen auf einer kleinen Bank und schauen dem Marktgeschehen des Gemüsemarktes hier zu. Und jetzt komme ich zurück auf die beiden Stellen, nämlich die beiden Säulen, die für Saint-Germain so wichtig sind. Das erste, wo Saint-Germain während seiner Gottesdienstbesuche gesessen hat, das habe ich erst vor einigen Wochen von einem Stadtführer hier erfahren, der mir das so gesagt hat. Als ich dann fragte, woher denn diese Information stammt, dann sagt er, ja, das hätte er gelernt in seiner Stadtführerausbildung in der Volkshochschule. Und woher die Volkshochschule das hat, weiß ich nicht. Erstaunlich ist daran nur, dass Saint-Germain in die Kirche ging. Wir wissen nämlich von einem Schreiben des Ministers Wurmb aus Sachsen, dass Saint-Germain ein reiner Materialist sei. Und aus seiner Schleswiger Zeit gibt es eine Quelle, ich glaube von Graf Warnstedt, der bezeichnet Saint-Germain als zweiten Lametrie, also einen berühmten Materialisten der französischen Aufklärungszeit.
Und ferner lesen wir in den Memoiren von Karl von Hessen, dass nachdem Karl von Hessen aus Hessen zurückkam und Saint-Germain gestorben vorfand, sein Leibarzt Lossau, also des Landgrafen von Hessen, Leibarzt Lossau, dem Karl von Hessen berichtet habe, Saint-Germain habe sich in seinen letzten Lebenstagen doch noch zu Jesus Christus bekehrt. Aha. Umkehrschluss vorher nicht. Also, dass er ein regelmäßiger Kirchgänger gewesen ist, will ich deshalb bezweifeln. Und dass man heute den Ort noch kennt, an dem er gesessen hat, will ich auch bezweifeln. Jetzt kommen wir zu seinem Grab und die Geschichte ist eigentlich noch schöner. Es steht fest, dass er im Grab Nummer 1 beerdigt ist. Das ergibt sich aus irgendeiner Abrechnung, die in der Biografie von Herrn Volz über Saint-Germain auch veröffentlicht ist. Davon gehen wir aus, das Grab Nummer 1. Frage ist nur, wo ist es? Ich habe also damals Frau Zetzlaff, als sie lebte, noch gefragt, woher sie weiß, dass das vorne rechts die erste Säule ist. Und sie wollte gar nicht so damit raus. Und letztlich sagte sie, das hätte sie vom Kirchendiener erfahren. Und dann habe ich mich erkundigt, wer das gewesen ist und stellte sich heraus, dass das der pensionierte Vater einer Klassenkameradin von mir war. Mhm. Das war natürlich nicht während meiner Schulzeit, sondern entsprechend weiter in meinem Lebensalter. Und den habe ich dann mal zu Hause aufgesucht und habe ihn gefragt, ob er denn wüsste, wo das Grab von Saint-Germain sei. Und der trug so rum und wusste gar nicht, was ich wollte. Und seine Frau kochte uns derweil einen Kaffee, kriegte dann die Frage mit und sagte dann zu ihm, doch, natürlich, du hast doch immer gesagt, das ist an der ersten Säule rechts. Da kamen immer Leute aus dem Ausland von weit her und wollten wissen, wo das Grab ist. Und da habe ich doch gesagt, sag doch einfach, das ist die erste Säule rechts. Oh, wie schön. Das ist natürlich wunderbar. Könnte dann ja auch erklären, warum wir gerade keine besondere Aura gespürt haben. Okay. Sehr schöne Geschichte. Das Grab selber ist nicht mehr da, das kann ich auch noch kurz dazu sagen. Ja. Also das Grab selber existiert nicht mehr. Hier gab es 1872 eine große Sturmflut. Inzwischen hatte sich das Niveau der Umgebung der Kirche auch erhöht. Wir sehen auch, dass wir gerade in die Kirche Stufen nach unten gegangen sind, sodass die Sturmflut zur Folge hatte, dass dort Wasser stand und nicht mehr ablief nachher. Das hat vorher die ganzen Gräber kaputt gemacht, die man dann irgendwie, das Genauere weiß man nicht, umgebettet hat. Ja. Es müssen also viele gewesen sein, die da im Kirchenboden begraben worden sind. Und was aus dem Saint-Germain-Grab geworden ist, weiß man nicht, wenn er dann überhaupt dort noch gelegen hat. Weil auch möglich ist, dass Karl von Hessen ihn zu einem späteren Zeitpunkt von Eckernförde nach Schleswig umbetten hat lassen. Dafür gibt es einige kleine Anhaltspunkte, dass das so sein könnte. Jedenfalls hier ist von Saint-Germain nichts mehr da. Es ist dann Anfang der 80er Jahre letzten Jahrhunderts, sind hier Renovierungsarbeiten ausgeführt worden, der Boden wurde aufgenommen. Natürlich wusste man, dass das Grab von Saint-Germain da sein sollte, aber der damalige Pastor, der die Arbeiten geleistet hat, hat gesagt, es seien so Mauerreste, dass man so einzelne Abschnitte, wo dann vielleicht ein Sarg gestanden hat, die konnte man noch als Reste erkennen, aber von irgendwelchen Überresten von Särgen oder von Begrabenen hat man da gar nichts gefunden. Okay. Das heißt aber auch diese Geschichte, dass er in einem Sarg liegt und nicht konserviert ist und da irgendwie ein Buch in den Händen hält, ist natürlich alles gechannelt. Eine schöne Geschichte. Ja, wunderbar. Jetzt zum Abschluss unserer kleinen Reportage in Eckernförde hat es uns dann in die Strandhalle verschlagen. Da haben wir dann nochmal gemütlich ein Käffchen getrunken und da kommen jetzt nochmal so ganz spannende Geschichten auch aus der Recherche von Herrn Dr. Verfürden zutage und auch ganz spannend, mit welchen Vorannahmen man an historische Recherchen, an historische Dokumente herangehen sollte und welche Vorannahmen man nicht haben sollte. Mhm. Und auch da hat er nochmal ein, zwei Überraschungen für uns bereit und das ist, glaube ich, ein sehr schöner Ausklang für unsere kleine Reportage. Ja, wir befinden uns jetzt in der Strandhalle mit wunderschönen Blick auf den Eckernförder Strand. Herr Verfürden, lassen Sie uns noch ganz kurz so ein bisschen auf die
Wellen, die der Graf von Saint-Germain auch noch heute schlägt, mal kommen. Sie haben uns vorhin in der Innenstadt erzählt, dass es also eine Apotheke gibt in Eckernförde, in der Haupteingangspassage, die heute noch einen Heiltee vertreibt nach dem Rezept des Grafen von Saint-Germain. Und haben da erzählt, dass es eine Woche Vorlauf braucht. Vielleicht erzählen Sie da noch ein, zwei Worte zu. Ja, es gibt ja zwei Apotheken, wo man den Saint-Germain-Tee meines Wissens nachkaufen kann. Das ist die Altstadt-Apotheke in Schleswig und hier ist es die Löwenapotheke in der Einkaufsstraße in Eckernförde. Beide machen den Tee mit den gleichen Inhaltsstoffen, aber die Verfahrensweise ist unterschiedlich. In Schleswig kann man den Tee einfach kaufen, der ist schon fertig. Und hier in Eckernförde muss man sich vorher anmelden und da wird dann nach den alten Vorschriften dann zubereitet aus den Ursprungsstoffen. Das genaue Verfahren habe ich nicht ganz verstanden, aber es dauert mehrere Tage, bis man das abholen kann. Mhm. Der Tee selber, den wird Saint-Germain vermutlich mitgebracht haben aus seiner Zeit in Italien. Da gibt es ja Berichte, dass Saint-Germain auf der Seite der Russen im russisch-türkischen Krieg, vor allen Dingen Seekrieg, teilgenommen hat und dort könnte es sein, will ich ganz vorsichtig sagen, dass dieser Tee dann auch für die Matrosen vorgesehen war. Der Tee selber ist ein Abführtee, dessen wesentliches Element Sennisblätter sind. Das ist etwas, was man hier so ohne weiteres nicht kennt, das aber eine starke abführende Wirkung hat. Deshalb empfehlen die Apotheken auch, dass man den bitte nicht einfach so trinken soll. Das ist halt wie ein Medikament und wirkt abführend und man soll auch nicht zu viel trinken, weil man dann sich völlig entwässert und das ist natürlich nicht gesund. Das ist aber nicht das einzige Medikament. Es gibt eine Quelle aus Eckernförde. Das ist das, was auch immer im neuen Aufsatz veröffentlicht wird. Da schreibt jemand, also es ist nicht richtig, dass Saint-Germain nur die Fähigkeit hatte, seinen berühmten Tee zu vertreiben. Ich war selbst dabei, wo er einem Kranken eine andere Medizin verordnet hat. Also das war nicht das Einzige, was er konnte. Ob er nun dieses Rezept selber entwickelt hat oder woanders hergebracht hat, das weiß natürlich kein Mensch. Aber es ist nicht etwas, was in späterer Zeit dann zusammengestellt worden ist und dann hat man gesagt, weil es so schön klingt. Nein, das ist aus zeitgenössischen Berichten weiß man, dass Saint-Germain diesen Tee vertrieben hat. Der hat dann ja auch seinen Namen bekommen, relativ schnell. Also die Arzneibücher, die dieses Rezept beinhalten, gehen weit zurück bis in den Anfang des 19. Jahrhunderts. Das ist ja nicht weit weg von Saint-Germain. Ich weiß auch nicht, ob es solche Bücher aus dem 18. Jahrhundert gibt. Das habe ich so noch nicht überprüft. Aber das ist sicherlich ein Rezept, was auf ihn zurückgeht, wobei ich nicht weiß, ob er es irgendwo aus anderen Ländern mitgebracht hat. Das weiß ich nicht. Aber es ist sicherlich ein Originalrezept, was auf ihn zurückgeht. Davon gehe ich schon aus. Ja gut, und wir können festhalten, dass da also durchaus was dran ist. Also es ist ein phytologisches Präparat, was durchaus eine Wirkung im Körper erzeugt und jetzt kein Zaubertrank, in Anführungsstrichen mal, die ich mal so setze in die Welt. Es gibt noch andere Rezepte von ihm. Eins ist, glaube ich, ein Augenwasser gewesen. Und dann gibt es noch eine spannende Geschichte, das ist bisher auch unveröffentlicht, von einem Dokument, auf das ich durch Zufall gestoßen bin. Da war es so, dass eine Grafenfamilie, der Nachfolger es immer noch gibt, ein Zweig dieser Familie, ein junges Paar, wollte partout keine Kinder kriegen und hat sich dann von Saint-Germain ein Rezept erbeten, was dazu führen sollte, dass dann endlich sich Nachwuchs einstellte. Das Rezept hat er dann diesem Grafen auch übersandt und das ist in dessen Archiv erhalten geblieben. Und der Erfolg ist nur leider so, dass sie keinen Nachwuchs bekommen haben. Also entweder hat das Rezept nicht gewirkt oder es war nicht so schön, denn die Ingredienzien waren nicht sehr appetiterweckend. Okay. Wie es ja häufiger der Fall war. Sie haben jetzt hier gerade nochmal so Ihre profunde, sagen wir mal, Wandersammlung von Büchern. Ich würde jetzt mal geschätzt sagen, 10, 15 Bücher, die Sie dabei haben. Worüber haben wir noch nicht gesprochen? Was würden Sie gerne noch
noch loswerden. Es war eben die Frage, die Sie noch gestellt hatten, als wir hier zu Fuß gingen, ohne dass das Mikrofon angeschaltet war, ob der Graf Saint-Germain eine spezielle Diät hatte, die ihn besonders lange leben ließ. Mhm. Dazu zwei Dinge. Dieses Rezept, dass man sagt, er hat zum Essen nicht getrunken, was ja auch eine Besonderheit ist, weil er meinte, dass der Speichel wohl eine Art Vorverdauung macht und indem man trinkt, hindert man diese. So ist wahrscheinlich die Argumentation gewesen und da hat dann immer nur so leichtes Huhn und so ähnliches gegessen. Und dieses Rezept weiß man deshalb, weil aus einer Quelle gesagt wird, dass der französische Außenminister, besagter, der nämlich ihn ins Kerker werfen wollte, dessen Frau, dessen Ehefrau hat nämlich nach den Diätvorschriften von Saint-Germain gelebt und er hat ihr das verboten. Und in diesem Zusammenhang, wenn ich mich recht erinnere, ist dann auch die Beschreibung dessen aufgekommen, worin denn diese Diät bestand. Die weitere Quelle, die dazu was aussagt, stammt aus den Jahren 1777 ungefähr, aus der Zeit, ich glaube, das war Graf Lehndorf, der das wiedergegeben hat. Und sinngemäß sagt, Saint-Germain weist von sich, dass er uralt war. Er macht nur deutlich, dass man durch eine gesunde Lebensweise und eine gesunde Diät doch wesentlich älter werden könnte als der Durchschnitt. Mhm. Natürlich hat er schon zu Lebzeiten Berichte darüber gegeben, dass er uralt sei und dass er mehrere hundert Jahre alt sei. Mhm. Und in den späteren Quellen taucht auch auf, er hat von sich gewiesen, dass er 2000 Jahre alt sei. Aber es ist halt davon die Rede gewesen, dass er gesagt haben soll, ich habe damals schon Jesus gesagt, fall nicht auf diesen Judas rein und ähnliches. Und eine Erklärung dafür hat ein dänischer Diplomat gegeben, Deutscher, der im dänischen Diensten war, das war Karl Heinrich von Gleichen. Der hat in seinem Bericht über Saint-Germain geschrieben, dass es in Paris so eine Gestalt, ein Witzbold gab, der hat sich wurde Milord Gower genannt, weil er damals so die Engländer ziemlich gut imitieren könnte und offenbar haben sich die Franzosen darüber amüsiert. Und der fing dann auch an, als Saint-Germain in der Stadt war und irgendwie Gespräch war, ihn nachzumachen. Aha. Er hat ihn dabei überspitzt und dann diese Äußerung dann gemacht und gesagt, ich, Saint-Germain, also als Gestalt, die dargestellt wird, ich habe schon damals mit Jesus geredet und so. Okay. Und das könnte der Ursprung für diese Gerüchte sein, die sich dann gebildet haben. Oh ja, sehr schön. Was ich auch mal gehört habe, ist, dass er deswegen so schnell in den Ruf geraten ist, ja, weiß nicht, wiedergeboren oder ein Zeitreisender zu sein, weil er von geschichtlichen Ereignissen so wunderbar erzählen konnte, dass man denken konnte, er war selber dabei. Genau, das wird auch von ihm berichtet. Mhm. Das ist wohl auch richtig, dass er ein sehr guter Unterhalter war. Das erzählte ich eben schon, dass Casanova das so schildert. Mhm. Er hat in dieser illustren Gesellschaft bei der reichsten Frau Frankreichs die ganze Gesellschaft unterhalten mit seinen Reden. Und auch spätere Berichte sagen, er hatte halt eine sehr gute Kenntnis über die Geschichte und konnte das so darstellen. Mhm. Ich komme da gleich zurück im Zusammenhang mit der Frage auch nach den Büchern, die ich hier mitgebracht habe, weil ich dann noch eine kleine Überraschung glaube. Ich habe zu meinem eigenen Überraschung. Mhm. Zunächst mal für diejenigen, die sich ernsthaft für Saint-Germain interessieren, gibt es eigentlich derzeit, wenn es um richtige Bücher geht, nur um drei. Das eine ist Der Graf von Saint-Germain von Gustav Bernhard Volz. Ja. Das ist ein Historiker und Professor, der die Werke Friedrichs des Großen herausgegeben hat. Und dieses Buch besteht eigentlich nur aus einer etwas längeren Einleitung, die allerdings Saint-Germain gegenüber sehr skeptisch ist und ihn so als Schwindler einordnet. Und dann werden eigentlich Dokumente gesammelt, die man alle nachprüfen kann. Ja. Und die jemand anders übersetzt hat, nämlich Herr von Oppeln-Bronikowski. Mhm. Das ist sozusagen das deutsche Standardwerk, was man zu Rate ziehen kann. Das schneiden wir mal, aber ich mache mal für uns ein Foto, dann können wir zumindest das dann namentlich im Text erwähnen. Genau. So. Zum ordentlichen Verlinken hier.
Das zweite Buch, was man kennen sollte, wenn man sich ernsthaft damit befasst, ist nun leider auf Französisch. Was heißt leider? Das ist von Paul Chaconnac. Mhm. Stammt aus dem Jahre 1947 und bringt gegenüber dem Volz doch eine Reihe neuer Quellen. Mhm. Hat allerdings auch gewisse Fehler. So meint Herr Chaconnac zum Beispiel, dass Saint-Germain nicht bei dem Karl Alexander von Ansbach dort 2 Jahre gewesen ist, was nun feststeht, dass er da war, und verwechselt den seinerseits mit dem Kriegsminister Saint-Germain. Mhm. Das beruht wahrscheinlich darauf, dass er als Franzose zu wenig Zugang zu unseren deutschen Quellen hat. Mhm. Darauf führe ich das ja jedenfalls zurück. Das ist Buch Nummer 2. Mhm. Und Buch Nummer 3 ist ein englisches Buch aus dem Jahre, ich glaube 1988. The Comte de Saint-Germain von Jean Overton Fuller, einer englischen Schriftstellerin, die ein ganz abenteuerliches Leben geführt hat, hat sie mir auch mal erzählt. Sie hat über ganz unterschiedliche Sachen geschrieben und hat sich unter anderem befasst mit der Unterwanderung der englischen Agenten im Zweiten Weltkrieg durch Deutsche zum Beispiel. In ihrer Selbstbiografie, die sie kurz vor ihrem Tode, ist gar nicht lange her, geschrieben hat, geht sie im Wesentlichen auf diesen Aspekt ihres Lebens ein. Da sie aber nun auch dieses Buch über Saint-Germain geschrieben hat, ist ihre Autobiografie in Deutschland in der universitären Landschaft nur einmal vertreten, nämlich im Institut für Parapsychologie in Freiburg. Das hätte allerdings eher in eine Bundeswehruniversität gehört, weil es da um Militärspionage eigentlich im Wesentlichen geht. Sie selbst soll zeitweise stellvertretende Vorsitzende der Theosophischen Gesellschaft Englands gewesen sein. Das Buch ist allerdings hervorragend in den Quellen. Ich habe es auch selber gesehen, dass sie sich Dokumente von fremden Archiven hat schicken lassen, die ich beim Besuch bei ihr dann auch gesehen habe, dass die wirklich existierten. Das ist dann alles aufs Englische übersetzt worden. Und ich weiß nicht, ob ich mir jetzt einen etwas längeren Schlenker erlauben darf. Es gibt da nämlich eine schöne Geschichte. Als der Graf von Saint-Germain in Dresden war, da hatte er vor, sich bei Friedrich dem Großen vorzustellen. Und der Gesandte in Dresden, Herr von Alvensleben, der diesen Brief abschickte, der fügte diesem Schreiben von Saint-Germain die Liste bei von besonderen Fähigkeiten, die er hatte, Farben, Färben, Herstellung eines ganz neuen Metalls, dessen Eigenschaften höchst überraschend sind, steht hier zum Beispiel. Hochfeines Olivenöl in 12 Stunden in Deutschland hergestellt und was er eigentlich alles machen konnte. Und ich wollte gerne mal das im Original sehen. Frau Overton Fuller, Jean Overton Fuller, hat das dann ins Englische auch übersetzt und ich, so wie die Quelle das angibt, vom Original, dass sie sich hat checken lassen. Dann bin ich nach Berlin gefahren und habe mir dieses Schreiben vorgelegt. Und wir sehen hier in der Biografie von Volz, dass hier das Anschreiben an Friedrich den Großen mit der Unterschrift Wäldern vorhanden ist. Und in diesem Umschlag ist diese Liste, oder vielmehr sollte sie sein. Der Umschlag war nämlich leer. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wo ist der Umschlag geblieben? Mhm. Und ich habe dann an das Archiv geschrieben und die haben behauptet, das sei niemals da gewesen. Also da, dass der Umschlag sei von Anfang an leer gewesen, was ja nicht sein kann, weil wir hier die Übersetzung haben. Ja. Und dann bin ich, weil ich damals schon diese Schriftstellerin besucht hatte, nochmal vor ein paar Jahren zu ihr zurückgefahren, um zu sehen, ob sie in ihren Unterlagen noch das Original der Kopie dieser Liste mit den besonderen Fertigkeiten hatte und habe alles durchgewühlt und nichts gefunden. Ich habe allerdings gefunden einen Brief aus Amerika von einem
Mann, der heißt Johann Franco, der hat auch mal über Musik und Saint-Germain einen Artikel veröffentlicht und der steht auch hinter diesem englischen Biografie so ein bisschen als Informant. Der hat auch viel gesammelt in seinem Leben dahinter. Und der hat diese Frau Jean Overton Fuller angeschrieben und hat gesagt, ich habe gehört, du hast einen handschriftlichen Text von Saint-Germain, kannst du mir den nicht mal schicken, sodass es sein kann, dass das nach Amerika gegangen hat. Der wiederum hat seinen Nachlass an die Rosenkreuzer, glaube ich, oder Freimaurer, ich glaube Rosenkreuzer in Holland vererbt, sodass dieses Original, was es nicht mehr gibt, vielleicht als Kopie in irgendeinem holländischen Archiv sich noch beschäftigt. Das ist nur so ein Beispiel, welche, in Anführungszeichen, Abenteuer man erlebt, wenn man jetzt den Originalquellen von Saint-Germain nachgeht. Spannend. So. Ja, dann haben wir als Neuestes eigentlich dieses Buch von Herrn Freller, Magier, Fälscher, Abenteurer, in dem Saint-Germain ein Teil ist, neben Cagliostro noch. Das ist alles richtig, was da drin steht. Ich finde es ausgesprochen uninspiriert geschrieben. Also man liest es, wird aber nicht so von der Begeisterung, die man eigentlich mit der Befassung dieser außergewöhnlichen Materie hat, so mitgerissen. Aber gehört natürlich dann in die Kategorie ernsthaft. Ja. Gibt es noch Bücher, vor denen man, also die man sich zwar anschauen kann, aber die man vielleicht ein bisschen mit Vorsicht genießen sollte? Ja, da bin ich ja schon in etwa eingegangen. Also erstmal Langefeld, der Graf von Saint-Germain. Wer sich ernsthaft mit Saint-Germain befasst, sollte es lesen, um zu sehen, woher so viele merkwürdigen Falschinformationen kommen. Aber nicht, er wird daraus keine echten Informationen gewinnen. Das ist also Teil der Geschichte der Legendenbildung Saint-Germains. Vor dem Hintergrund natürlich auch ganz spannend. Vor dem Hintergrund ganz spannend, aber sagt nichts zur Historizität von Saint-Germain aus. Die Folgebücher sind dann die beiden Bücher von der Eckernförder Schriftstellerin, der Graf von Saint-Germain, Licht in der Finsternis, ihre Romanbiografie, die zum Teil Informationen aufnimmt von Langefeld. Nicht alles, was unrichtig ist, beruht darauf. Und dann das unter den Anhängern von Saint-Germain sehr bekannte Phönix-Buch unter den Flügeln des Phönix von Irene Tetzlaff, das auch so ein bisschen damit beruht. Nur als Beispiel mal, um das zu illustrieren. Es wird hier geschildert, dass Saint-Germain ja eigentlich ein Abkömmling der Familie Rakóczi ist, die Widerstandskämpfer da in Ungarn, waren und sich von Österreich befreien wollten. An der anderen Stelle wird allerdings zitiert, dass Maria Theresia Saint-Germain einen Orden verleiht, weil er sich so großartig für das Reich eingesetzt ist. Der Widerspruch wird dann einfach so hingenommen. Ja. Und dieses zweite Zitat betrifft auch letztlich nicht den wirklich gemeinten Saint-Germain, sondern ist wieder irgendwie eine Personenverwechslung. Nur ist ein Kennzeichen dafür, dass man da also auf solche Widersprüche dann gar nicht achtet. Dann haben wir das Buch Graf Saint-Germain, unser Bruder und das Vorgängerbuch Sein und Schein von Peter Schraut, der hier in Eckernförde lebt, den ich auch gut kenne. Er vertritt die Auffassung, dass man, um Saint-Germain richtig verstehen zu wollen, gar nicht neue Quellen auftun muss, was ich so ein bisschen als mein Hobby und meine Aufgabe befinde. Er meint, wir nehmen mal den Volz und interpretieren die Quellen dann auf seine Weise. Und wenn hier steht, Saint-Germain, unser Bruder, eine Wahrnehmungsübung oder von den Meisterstücken eines ungewöhnlichen Bruders, dann sagt der Titel doch aus, in welche Richtung diese beiden Bücher gehen. Sonst, sie sind nicht so von fehlerhaften Informationen getränkt wie die Tetzlaff-Bücher, weil sie auch weitgehend dann auf diesen falschen, nicht nur auf diesen falschen Informationen beruhen. Ganz schrecklich finde ich das Buch Der Wiedergänger von Krasser, wobei ich das schon im ersten Durchlesen mal an der Seite kommentiert habe mit Fragezeichen, Nein und Falsch und Ähnlichem. Und das Buch ist eigentlich nur mit solchen Anmerkungen gespickt. Was anderes möchte ich dazu nicht sagen. Ja, das ist eigentlich so das Wesentliche. Und jetzt komme ich auf die Überraschung. Es gibt hier
einen zitierten Brief von Voltaire, den muss ich mal eben raussuchen, in dem Krasserbuch. 237. Voltaire schrieb an den Grafen: Danke, Germain, Ihre lange Reise durch die Zeit wird von meiner Freundschaft für Sie erhellt werden, bis zum Moment, wenn sich Ihre Offenbarung um die Mitte des 20. Jahrhunderts erfüllen werden. Die sprechenden Bilder sind ein Geschenk für die mir noch verbleibende Zeit. Darüber hinaus könnte doch euer wunderbares mechanisches Fluggerät euch zu mir zurückführen. Adieu, mein Freund Voltaire, Edelmann des Königs. Also, der Zeitreisende, die lange Reise durch die Zeit, Offenbarung um die Mitte des 20. Jahrhunderts, sprechende Bilder, Fernsehen und mechanisches Fluggerät. Und all das soll Voltaire geschrieben haben. Ich habe das gelesen, habe gesagt, das kann nur Mist sein. Dann bin ich aber durch Zufall gestoßen auf das Buch Drachenwege von Johannes von Butler. Ich glaube auch ein Ihnen bekannter beschlagener Autor. Name, ja. Der zitiert das nämlich als erster, genau diesen Brief. Ja. Jetzt kommt's aber. Diesen Brief hat er als Faksimile abgebildet. Aha. Mit dem französischen Text. Und dann habe ich mir mal aus einer Voltaire-Biografie angeguckt, wie denn die Texte sind. Und man muss sagen, das damalige Französisch ist so richtig wiedergegeben. Ob die Handschrift gleich ist, kann ich nicht sagen, wobei ich davon ausgehe, dass Voltaire, der hat, glaube ich, über 10.000 Briefe geschrieben, der sich auch eines Sekretärs bedient hat. Aber wenn man das damalige Französisch sieht, sieht das gar nicht so schlecht aus. Also wenn es gefälscht ist, ist es gut gefälscht. Man muss jetzt ernsthaft in Betracht ziehen, dass es vielleicht wirklich diesen Brief als echten gibt. Ja. Abgefahren. Und möglicherweise wird dann eine andere Erklärung für mechanische Fluggeräte oder Ähnliches suchen müssen. Deshalb, die Skepsis darf nicht dazu führen, dann vorschnell zu sagen, sehr schönes Beispiel. Sehr schönes Beispiel. Ja. Interessant, ja. So, das toll. War jetzt meine Bücherschau. Die kurze Literaturschau, ja. Also abschließend noch ein schönes Beispiel. Gibt es noch etwas letztes Statement, was Sie unseren Hörern mitgeben wollen? Sie haben jetzt sehr schön gezeigt, wie man sich mit einer historischen Figur beschäftigen kann. Und wie spannend das sein kann. Wie spannend das sein kann. Irgendwas, was Sie unseren Hörern noch mit auf den Weg geben möchten? Ja, zunächst meine ich, dass alleine die Befassung mit dieser spannenden Persönlichkeit so viel einem bringt, dass man gar nicht sich ausgedachte Geschichten zuführen muss oder gechannelte Geschichten. Allein das Abenteuer, sich in die historischen Quellen zu vertiefen, in irgendwelche Archive zu sehen, völlig neue Dinge zu bekommen, das ist jedenfalls für mich schon Befriedigung genug und ich muss da nicht noch in eine geistige Welt jenseits der unseren schauen müssen, um das erleben zu können. Ja, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für diesen unglaublich informativen Rundgang, für die Zeit, die Sie sich genommen haben und ich würde sagen, wir haben wirklich gezeigt, wie spannend Geschichte und Forschung sein kann. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, damit sind wir am Ende des etwas ungewöhnlichen Themas der Woche. Eine Reportage haben wir in der Form eigentlich nur noch beim Vampirkongress gemacht, in dieser Art, aber auch nicht so ausführlich. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Herrn Dr. Verfürden, der sich da sehr, sehr viel Zeit genommen hat. Und ich glaube, ihr habt jetzt auch gehört, dass das Fachwissen immens war. Immer wenn wir von einem Standort zum nächsten gegangen sind, hat er uns mit Anekdoten noch befüllt, die man hier gar nicht alle nennen kann. Aber ich glaube, neben der besseren Einordnung des Grafen von Saint-Germain, die wir heute erfahren haben, hat man auch nochmal gelernt, was es eigentlich heißt, historische Recherche zu betreiben und dass das auch eine Wissenschaft natürlich auch ist. Genau, und dass selbst Quellen, die auf den ersten Blick, also einmal gibt es Quellen, die auf den ersten Blick authentisch erscheinen, die dann aber sich als Fälschung herausstellen. Es kann aber auch genauso gut Quellen geben, von denen man denkt, nie und nimmer kann das real sein, die aber dann eben unter Umständen vielleicht
doch tatsächlich so irgendwie als Dokumente auftauchen und wo man dann halt mal gucken muss, was es damit auf sich hat und wie man vielleicht dahinter blickt und die Hintergründe auch besser erforschen kann. Also selbst das Quellenstudium kann unfassbar spannend sein, wie wir hoffentlich gezeigt haben. Und ganz wichtig ist noch, dass wir darauf hinweisen, dass am 15. Oktober Herr Dr. Verfürden von dem Heimatverein Eckernförde einen Vortrag halten wird über den Grafen. Ja. Und es lohnt sich nicht nur, sich Eckernförde anzuschauen, sondern es lohnt sich absolut, wer es irgendwie kann, wer es dahin schafft, sich auch diesen Vortrag anzuschauen. Wir werden selber mal gucken, ob wir das nicht hinkriegen, dort nochmal vor Ort zu sein und uns das anzuhören. Genau, das findet am 19 Uhr in Karls Schaupalast in der Karlshöhe 47 und kostet für Nichtmitglieder des Heimatvereins 5 Euro, was also auch relativ günstig ist. Und Studenten und Auszubildende haben da sogar kostenfreien Zutritt. Und ja, Herr Verfürden ist ein ganz netter Typ, auf alle Fälle, wie man, glaube ich, gemerkt hat. Mhm. Und der Vortrag ist bestimmt auch nochmal ganz spannend, wenn man ihn sich denn anhören möchte. Können wir nur dringend empfehlen, ja, da mal hinzugehen. Ja, ein ungewöhnliches Thema der Woche geht zu Ende und ich glaube, wir müssen jetzt auch mal langsam die Sendung zu Ende bringen, ne? Genau, dazu gehört noch die Auflösung, ne? Genau. Die Auflösung. Ja, haben die amerikanischen Geschäftsleute tatsächlich in Moskau aus Sicherheitsbestreben einen Kronleuchter abgeschraubt und einen Unfall verursacht? Nein, das Ganze ist auch diesmal wieder eine Urban Legend bzw. eine moderne Sage. Ich fand die Geschichte aber äußerst amüsant und dachte mir, man sollte sie vielleicht trotzdem mal erzählen. Zeigt natürlich ganz schön, wie man auch dieses Misstrauen im Kalten Krieg und dieses übertriebene Sicherheitsdenken auch mal vielleicht ein bisschen beiseite lassen sollte, damit es nicht zu Unfällen führt. Auf jeden Fall irgendwie eine ganz nette Geschichte, fand ich. Mhm. Und wir haben heute nochmal gelernt, Legendenbildung einer Person, wie es funktioniert. Und wir haben im Forum auch nochmal diese besagte Dokumentation oder Anführungsstrichen Dokumentation, also diese Sendung aus den 70er Jahren mit Leonard Nimoy verlinkt, In Search of the Count of Saint-Germain. Und wer des Englischen mächtig ist, der soll sich das mal anschauen und mit dem Wissen dieser Episode dann mal das bewerten, was die Amerikaner da so um die 80er Jahre herum, Beginn der 80er Jahre herum, über den Äther geschickt haben. Das sollte euch jetzt sehr, sehr gut gelingen. Und ja, mit dieser Episode beschließen wir die zweistelligen Episodenzahlen. Wir bedanken uns natürlich wieder fürs Zuhören und hoffen, dass ihr nächste Woche im Relive auch wieder zahlreich einschaltet werdet zu unserer 100. Episode. Sendet uns noch Audioschnipsel ein. Ja, da können wir ein paar im Chat feiern dann. Genau, da werden wir dann eine im Chat mit euch dann unserer 100. Episode feiern. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Woche, eine gute Zeit. Lasst euch nicht allzu sehr stressen und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Huxilla ist eine Record Shoe Production aus dem Jahre 2012.